Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play namens Ghost on the Shore. Ja, viel weiß ich nicht darüber, aber es wird wohl wieder viel Erkundungstour sein und sehr viel Gefühle, sehr viel Drama und so weiter. Ich bin wirklich gespannt. Ich würde sagen, wir beginnen einfach mal ein neues Spiel. Ja, wir befinden uns hier auf dem Boot, sind ganz offensichtlich irgendwo am Hinfahren. Es könnte sein, dass wir Abby sind, weil links steht eine Tasse, wo Abbys draufsteht. Und Kater haben wir auch dabei, also offensichtlich haben wir ein Ziel. Was ist das? Es ist nicht so, dass es heute regnet. Ich habe gecheckt. Ich will nicht hier sein, wenn es regnet so wie das. Okay, wir heißen Riley. Mal wieder. Lightning? No, no. Not a storm. Can't see a damn thing. What am I going to do? Oh my god. I can't do this. Stop freaking out. Prepare for this, Riley. Now, how do I get out of this mess? Ja, wir sollen uns ein wenig umsehen. Da ist doch was. This is useless. I can't tie up the boat now. Mit gedrückten linken. Ah, okay. Lesen. Bootswerftrechnung. Verkäufer, Käufer, Objekt, Kaufpreis 50.000. Okay. Mal wieder zurück. No! I'm going to die. Können wir dabei sterben? Ich bin mir nicht sicher. Not on my own. There. Is that land? God, yes. Thank you, thank you, thank you. Oh shit. This can't be happening. No, 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 no. Not the rocks. Out of here, somebody! Is this what is she doing? What is that sound? Is that hello? Focus, Riley. It's just the wind. Eyes on the water. I have to moor somewhere. Oh, I wouldn't do that. Inke Maustaste gedrückt halten und ziehen. Okay. Anybody there? Wait. I'm not waiting. Answer me now. You can hear me? Yes, I can hear you. Who are you? What? Wait. No. I don't want to know. Wieso darf ich mich nicht mehr nach hinten umsehen? Is that a pier? Yes. If I can get the boat close enough, I can do this. No, I can't. I'll crash. Leave me alone. Whoa! Come on, Riley. You've got this. What are you doing? Cut the engine. You've read the manual. Manual? Have you ever sailed a boat before? Stop it. You have to turn off the engine. Hmm. I don't have to do anything. You'll crash. Cut the engine. Ich hätte ihn ja ausgemacht. All right. Well done. Now, drop the anchor. Right here! Why would I do You'll that? You'll crash the boat! You'll drown! The pier can't... The pier will wreck your hull! Then what do I do? You have to secure the boat! Drop the anchor! Good. You did good. You'll be fine now. Thank you. But I don't feel fine. You have to stop this. Stop what? Talking. You have to stop talking. Understood. It's fine. Thank you. Warum?
Warum muss der aufhören zu reden? I made it. What a mess. The window. I need to see the window. Nein, ich muss erstmal gucken, ob wir noch mit anderen Sachen interagieren können. Anscheinend nicht. Okay. Soll hier ein Hund sein? In dem ganzen Chaos? Hallo? Hundi? That looks so beautiful from here. You should go. I decide my own fate. I'm living my life. That was the plan after all. So yes, be a devil. Let's check our backpack. I've no desire to get stranded without food or water. Hatten wir nicht gerade noch einen Steg aus Holz, wo wir dran gekentert sind? Aber gut. Never leave without your music. It's soul food. Can't starve, right? Taking that with me. I am sketching the entire journey after all. Okay. Schauen wir mal, die können wir öffnen. The beer made it through the storm. I can celebrate later. Okay, also das scheint hier bleiben zu sollen. Schade. Ich hätte es gerne mitgenommen. Okay, jetzt ist die Frage, was ist das für eine mysteriöse Stimme gewesen? Oh, sie hat jetzt was drangeklebt, wie man sieht. Ja, was ist das für eine mysteriöse Stimme gewesen und werden wir wieder auf sie treffen? Da scheint nichts zu sein. Können wir laufen? Nee. Deciding my own fate. And will you look at all this? So beautiful out here. Wish you were here. Sunny greetings from a far off place. The Rogue Islands. I was afraid of this. What do you mean? I was hoping last night hadn't really happened. That I was losing it. You hoped you were hearing things that weren't there? Better than hearing them again. You know you can't stay, right? Why? Because you're not real. But I am, Riley. I've decided you are not. And don't ever say my name. Ever again. You know what? Just shut up. Wie wär's, wenn sie einfach mal fragt, woher er überhaupt ihren Namen kennt? Ich meine, damit könnte man ja schon mal anfangen und dann mal fragen, wer er denn überhaupt ist und warum sie seine Stimme hört. Das wäre jetzt so das Erste, was mir jetzt so in den Sinn kommen würde. Da hinten blinkt was. Oh, sieht aber richtig schlimm aus. Did they all honestly leave? Da können wir wahrscheinlich hoch. Die Frage ist, könnten wir jetzt da hinten nochmal rein? Ich denke mal eher nicht. Schauen wir also erstmal die Treppen. Das, hier kommen wir gar nicht hoch. Da hinten ist ein Weg. Okay. Ja, schade. Can I speak to you now? Maybe. Wonderful. There's so much I want to ask you. So much I don't know yet. Or I've forgotten. I said maybe. Don't get carried away. It's been way too long since I got to talk to anyone. I understand that, but I will lose my mind if you don't. Please, just talk to me. That's it. I'm blocking you. You're spam. Wenn das so einfach wäre, ne? What's spam? Ja, anscheinend ist diese Stimme doch ein bisschen älter, wenn er noch nicht mal weiß, was Ben bedeutet. I'm not sure I can do this. Am I imagining you? You can talk now. You're not imagining me. Tja, wenn ich dich mir nicht einbilde, was bist du dann?
mein Unterbewusstsein, eine gute Seele, ein Schutzengel. It's mesmerizing. What happened here? I don't know. I don't remember. Nothing? Not a single thing. Okay. Er kann sich ja nichts erinnern, aber gleichzeitig ist er hier und offenbar nur eine Stimme. You never told me your name. Josh. My name is Josh. Ich denke mal, Josh wird wohl auch mal hier gewohnt haben. Oh, what a pretty little cottage. Right out of a country magazine. What do you know about it? I don't remember. I'm sorry. Let's see. Scheint man mal hoch zu können, aber jetzt nicht mehr, weil ja alles kaputt ist. Hochgekonnt zu haben, so. Okay, das Messer soll man anscheinend nicht mitnehmen. Seriously? Piccalilli is as far as I go. You'd eat it if you were here in the winter time. Okay. Eingelegte Eier. Ah, okay. Rückseite gibt's auch noch. Deckel fürs Verschließen. Ich meine, ich muss euch ja nicht das Rezept von eingelegten Eiern vorlesen, nehme ich mal an. Wer möchte, kann natürlich gerne Pause machen und sich das Ganze durchlesen. Frage ist, komme ich hier auch noch an andere Sachen ran? Sieht nämlich nicht so aus. Roses. Why? Bath salts. Oils. Desserts. I love roses. Okay. Rosenblütenblätter steht nur drauf. Und ich glaube, mit I kann ich auch was drücken. Also nicht was drücken, sondern I kann ich auch drücken, um was zu lesen. Meine Mutter hat auch Rosinenbrot gebacken. Ich rieche immer noch das frische Brot aus dem Ofen. Ich konnte es nie abwarten, habe immer ein Stück abgeschnitten, obwohl es noch zu heiß war. Ich habe jetzt leider unten angefangen. So fleißig zu sein wie die Dorfbewohnerin dieser Hütte, für die langfristige Zukunft geplant zu haben. Ich bin mir nicht sicher, ob mein Dörrfleisch mich weit bringen wird. Okay. Warum kann ich hier nicht auf Briefe oder Kassetten gehen? Oder wir haben vielleicht auch noch nichts. Das kann natürlich auch sein. Schauen wir uns hier mal weiter um. No more ferries after 1980. Nach 1980, okay. Abfahrt, nicht in Betrieb, Samstag und Sonntag. Wird am Montag, den 29. September 1980, die letzte Fahrt von den Rook Islands nach Lundborg durchführen. Okay. Da war ich noch nicht mal geboren. Gehen wir hier mal raus. Was haben wir denn noch hier? Ein Brief? Oh, jetzt wird's interessant. Why did this Margot never open a letter? Maybe she never knew it was here. 22. September 1980. Meine liebe Margot. Ich schreibe nie Briefe. Ich habe dieses Briefpapier gekauft, als ich auf die Inseln gezogen bin, in der festen Absicht, meinen weit weg lebenden Freunden zu schreiben. Aber dies ist das erste Blatt, das ich je benutzt habe. Mein Leben spielte sich hier ab. Kein Brief würde daran etwas ändern. Und es waren Bilder, für die ich ein Talent hatte, nicht Worte. Die Emotionen in meinen Augen, meiner Protagonisten. Wie könnte ich das mit einem Satz einfangen? Manche Dinge müssen jedoch in Worten erzählt werden. Und da du mir nicht erlaubst, die Worte zu sprechen, werde ich mich zusammenreißen und sie schreiben. Ich muss gehen, auch wenn ich es nicht will. Wie ich es hasse, dich zu verlassen, Margot. Aber die Zeit ist nicht unser Freund und die Zeit wird unfreundlich zu mir. Keine noch so frische, salzige Luft wird mir helfen, den Schmerz in meinen Knochen zu lindern. Also muss ich zum Festland zurückkehren. Ich hoffe, du verzeihst mir. Es ist unglaublich, dass du erst seit Jahren auf den Rooks bist. Bevor du kamst, war ich nie einsam. Aber sobald ich dich sah, fühlte ich sie. Die Liebe, die ich nie erwartet habe. Ich liebe dich. Wie eine Mutter ihre Tochter liebt. Das war der wahre Segen. In den ersten Tagen wolltest du mich nicht an dich heranlassen, also musste ich warten. Und das hat sich gelohnt. Aber Margot, meine Süße,
Ich mache mir Sorgen. Du kannst nicht so weitermachen wie bisher. Bitte, komm zu mir auf das Festland. Nächste Woche am 29. September fährt eine letzte Fähre. Komm zu mir. Lass mich dir helfen. Die Inseln werden warten. Sie sind immer hier. Falls du die letzte Fähre nicht nimmst, hinterlasse ich dir all mein Essen, all meine Rezepte. Ich weiß, du liebst das Rosinenbrot. Und all das Wissen, um auf den Rook Islands zu überleben. Du kannst dieses Leben schön machen. Du bist jung und gesellig. Selbst meine Fotos können deinen echten Geist nicht einfangen. Ich hoffe, du kannst diese Dämonen besiegen und dein Leben so vollständig leben, wie ich es getan habe. Ich möchte, dass du nichts bedauerst. Du wirst mir fehlen. Carrie. Okay. Ist jetzt die Frage, hat sie das wirklich getan? Ist sie wirklich hier geblieben? War da nicht gerade? Ich wollte gerade sagen, da leuchtete doch was. Do you think it's them that lived here? Maybe. Ich bin hier für immer. Ja, also ich finde es schon faszinierend, wenn auch gleich ich das verstehen kann, weil ich genauso handeln würde, dass sie plötzlich eine Stimme hört in ihren Kopf und denkt, dass sie verrückt wird und das einfach mal so ganz cool jetzt auf einmal annimmt und mit ihm spricht. Nach dem Motto, ja, ist ja nichts Besonderes, ne? Reden wir einfach mal über die Sachen, die ich hier finde. Definitely the home of a photographer. Warum? Ich habe auch noch analoge Modelle. Aber ich habe auch einige digitale. So, oh ja, hier kann man es auf jeden Fall erkennen. She's beautiful, but she looks so sad. Das sagt sie nicht zu? Der Junge. Okay, andere können wir offenbar nicht mitnehmen. Oh, ein sehr schöner Garten hier. Nur natürlich alles Wildwuchs jetzt. Ah, da hinten geht's aber weiter. Is that a cassette tape? No way. A what? Oh, I want to hear this. Moment, er weiß nicht, was Spam bedeutet, aber er kennt auch keine Kassetten mehr. Ist er jetzt sehr alt? Ach so, ja doch. Oder er kennt noch keine Kassetten. Das kann natürlich sein. Testing. 1, 2. Well, hello to myself, I guess. Or dear diary. Or however you're supposed to begin these things. Just if I don't talk to someone, I'll go insane. Even if it's only myself. I guess I'll start at the beginning. The Rogues seemed like a good idea. A bunch of us were looking for a place to hang out, make music and just, you know, be groovy together, and it was cool. So totally chill. But then the nightmare began. And I don't know if it was the drugs or me going crazy, but when the others left it got worse. I'm glad she was here, Carrie. Or I would have lost it completely. I miss her. I was so rotten to her. I just didn't want her to leave, you know. I understood she had to. I mean, she was sick. And I couldn't take care of her. She knew that. So she left me food, recipes. Not that I'll ever cook. She remained behind. Was she here all by herself? Must have been. Ich denke ja jedes Mal, der steht neben mir, ne? Mal hört man ihn rechts, mal hört man ihn links. So, what do you think about the cabin? I don't know. I need to have an opinion. Do you think it was a photographer? Whoever lived there must have... Carrie. Oh my goodness. You do know her. I do, don't I? Yes. And Carrie was a photographer. Oh, this is so exciting. We're making progress already.
I wonder who that girl in the photograph was. Maybe she's Margot, you know, from the letter? Maybe. Okay. Was mich nur ein bisschen stört, ehrlich gesagt, dass das unheimlich schnell abläuft. Weil ich habe jedes Mal Panik, dass das schon wieder abläuft. Dementsprechend, ja, lese ich mir so ganz schnell die Sachen durch, die ich hier sehe. Das ist wahrscheinlich eine sehr schöne Aussicht von hier oben. Also wenn man im Original gucken würde. Ah, da oben geht's rum. Nee, geht's nicht rum. Haha. Aber... Doch, wir können hier rüberklettern. Das ist zumindest mal realistisch. Also nicht so nach dem Motto, ja, wir sind jetzt hier auf der Insel, wir können überall rumklettern, aber nicht an der Stelle, weil Spiel. Das kennt man ja aus sehr vielen Teilen. Überall kann man draufklettern, aber auf diesen Felsen jetzt nicht, weil Spiel. Okay, runterfallen kann man scheinbar nicht. Ich habe es extra jetzt mal versucht. Das ist schon mal sehr gut. I upset you, didn't I? Blowing in like this. I wasn't expecting a visit from a ghost from Christmas past, if that's what you mean. I don't know what that means, but for what it's worth, I like talking with you. Thank you, I guess. Though you're not giving me a lot of options. You talk a lot. Yeah. Maybe you should talk more. So that I have to listen. I don't want to talk. You're not going to make this very easy, are you? What do you want from me? I'm not pouring out my heart to you. I'm not asking you to. Just tell me about the good stuff. Ja, nicht viel Gutes. The good stuff was me on my boat sailing off to New Horizons. I didn't call in that storm, if that's where you're going with this. I know that. I just want to draw some chalk lines up there and for you to stay on your side quietly. I could try. Eine Skizze von der Brücke oder was haben wir jetzt hier gemacht? Ja, Tatsache von der Brücke. Jetzt können wir auch die Kassette auswählen übrigens, also hatte ich nicht ganz unrecht, dass man das dann erst später anwählen kann. I think I like it here. The rogues are magnificent. I've seen nothing like it. Is that a weird thing to say? Not in my book. You've seen many islands. Not really. I was going to. You know, before the storm. Before you. Yeah. Sorry about that. That's okay, I guess. Das sind aber wirklich nur Steine hier, naja. Ich denke immer, ich bin ja so ein bisschen geschädigt von anderen Spielen, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und dann gerade jetzt auch von The Last of Us, da muss man wirklich in jede kleinste Ecke gucken, damit man dann auch was findet. Moment hier, mal was. Is this a letter? In a tin can. What does it say? In einer Konservendose, okay. 23rd of May 1919. My sweet little elfins. I arrived on the island of Big Rogue 5 days ago. It's a lonely place, with bluffs along the sea. And it does feel a bit like your old father, faded and worn. I had no intention of remaining here. Figured I'd pass through and set out once again, but then I met the boy. He is alone, with no one else to talk to. I can't quite put my finger on it, but there is something about him. Once I've figured out how I can help him, then, my dear sweets, I will hurry home. Keep the lamps lit, so I can find you. Soon we'll be together again, your loving father. Elfins. His children. Why wasn't he with them? The point is... Why didn't he send the letter? Jetzt ist die Frage, finden wir hier noch Leichen?
Also, sprich, Tote? Können wir die vielleicht pflücken hier? Nee, ne? Ich meine, so groß scheint die Insel ja jetzt nicht zu sein. Josh. Yes? Oh, nothing. I was just saying your name out loud. Why? I wanted to know how that felt. Do you think I'm losing it? No, I don't. Of course you'd say that. Naja, wenn ein Geist mit mir reden würde, wäre es wahrscheinlich eine logische Konsequenz, dass er sagt, nein, du verlierst den Verstand nicht. Ich bin nur ein Produkt deiner Fantasie. Sowas in der Art. Nein. Schauen wir hier auch mal, aber ich denke mal, hier wird wahrscheinlich nichts sein, was man irgendwie einsammeln kann. Ich denke mal, dass man das Spiel wahrscheinlich auch gut über Steam Deck spielen kann. Ich weiß es aber nicht. Ich habe zwar ein Steam Deck, aber ich habe es nicht ausprobiert. Oder hinten geht's komplett weiter. Das heißt, wir gehen erstmal hier rum. Zu diesem friedlichen Häuschen hier. Ich gehe aber erstmal eben außen gucken, ob ich da irgendwas finden kann. Was war denn das hier gerade? War doch gerade was Blaues, genau. Warum liegen hier Audiokassetten in Dosen überall rum? Let's play it. I like listening to her voice. Ach, meine nicht? This is where the baker used to live. Terence, his name was. Well, that's what he tells me, anyway. But I swear, I could almost smell the freshly baked bread. Isn't that strange? I can smell something that isn't there. I think it's weird. I have this mad craving for Terence's Christmas pudding. And I've never had Christmas pudding in my life. Mum loves it. I could never even stand the sight of it. And now... Then again, maybe I'm just really hungry and sick of eating canned beans. I might have to go into Kara's house after all to get some of the food jars. Piccalilli sounds like heaven right now. Can't bring myself yet, though. Maybe when I get really hungry. I want more. I want to know about her. There must be other tips. Ja, wahrscheinlich jetzt nicht hier. Achso, das waren nur Blumen, die ich gesehen hatte. Aber es ist doch auch in diesem Spiel gut, dass ich mal so ein bisschen drumherum laufe und schaue. Weil offenbar kann man hier auch so einiges noch finden. Auch im Plumpsklo oder finden wir da nichts? Nichts außer eklige Gerüche wahrscheinlich. Okay, dann gehen wir mal in die Hütte rein. Der Bäcker hat hier gewohnt. Ja, ich glaube, das ist sehr auffällig zu sehen. I love this. So dedicated. He must have been an excellent cook. Vier Kalbsfüße, keine Babys, warte auf die fetten Kühe. Schafe funktionieren gut. Von Sallys Sohn gibt es jede Menge. Ich habe es mit Wildschwein probiert, funktioniert prima. Ascherfragen. Dann noch ein paar handschriftliche Notizen. Muskatnuss. Die Kälberfüße gründlich säubern. Ja, das wollen wir jetzt, glaube ich, nicht lesen. Von wegen Flüssigkeit und so. Das könnt ihr euch gerne durchlesen, aber naja, also wie man jetzt Tiere zubereitet, muss ich nicht unbedingt. Wunderbares Gelee für Süßspeisen. Ich mache es gern zu Weihnachten zu Ehren meiner Mutter. Es ist auch bei Inselbewohnern sehr beliebt. Okay. Umdrehen kann man es nicht mehr. Da ist nichts mehr drin. Hallo? Address to Terence. Then this was his home. Ein weiterer Brief. 6. Mai 1880. Lieber Terence. 1880. Ach so. Diese Woche würde ich neben den üblichen 30 Milchkeksen für die Schule gerne einen Überraschungskuchen oder eine Torte bestellen. Die süße Lucy wird diesen Mittwoch 11 Jahre alt. Lucy hat in den letzten Wochen sehr gelitten, denn ihr Vater und ihre Brüder sind auf das Festland gezogen. Es bricht mir das Herz, so viele Inselbewohner weggehen zu sehen. Ich wünschte, sie würden erkennen, dass wir diese Insel wieder zum Leben erwecken können, wenn wir an einem Strang ziehen.
Wir brauchen mehr Menschen wie dich, Terence. Menschen, die die Schönheit und den Zauber dieser Gegend verstehen. Der Duft eines Brotes bringt allen Hoffnung und Trost. Ich weiß, dass die Zitronen knapp geworden sind, aber Lucy würde gerne ein Stück von deinen Kartoffel-Zitronen-Käsekuchen essen. Sie schrieb einen Brief darüber, wie sie sich vorstellte, wie der Kuchen schmeckte. Ich bin sicher, dass ihre Fantasie nicht mit der Realität mithalten kann. Wenn das nicht geht, dann entscheiden wir uns für eine süße Lammpastete. Ich weiß, dass diese Törtchen köstlich sind. In ewiger Dankbarkeit, Beatrice. 1880. Ja, dann ist klar, dass ich da noch nicht geboren worden bin. Es tut mir leid, ich habe irgendwie die ganze Zeit 1980 gelesen. Sure, I could make a mean pizza in here. Oh, I miss pizza. What's pizza? Don't worry about it. Mach dir keine Gedanken darum, ja. Aber lecker ist sie wirklich, das muss ich zugeben. Look at these shells. There's so many. Aber wozu Muscheln in einer, ja, ich sag mal, Bäcker? Oh, ein guter Zeichner war anscheinend auch. Boats. All boats. Bäckerwohnung, das wollte ich sagen. Hier kommen wir doch, da kommen wir noch rein. Beziehungsweise durch, finden allerdings nichts mehr. Hey, was ist das denn bitte für ein Haus? Der muss doch noch ein Schlafzimmer oder so haben. Das war wahrscheinlich jetzt dahinter, denke ich mal. Gut, eine Toilette hat er nicht gehabt, dafür hat er ja das Blumsklo. Komme ich hier rum? Spending my days baking. I'd sign up for that. You cook then? Actually, no. I make brilliant scrambled eggs, though. Also, I was told. By who? My mom. When I was 12. But with that cookbook, I could do it, I'm sure. I like the notes he made. So passionate. You might become a real chef yet. If I can't get off this island, I'll have to. Ja, und da hinten geht's wieder zum nächsten Haus. Und ich würde sagen, leider kann ich mich ja nicht ins Bild setzen hier. Ich würde sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen. Sonst wird das Ganze zu lange. Und dass wir den Rest dann in der nächsten Folge sehen. Ich bin wirklich gespannt, was wir hier alles noch so herausfinden können. Bis zum nächsten Video. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich auch gerne abonnieren.